Dies ist der Morello Empire. Und den werden wir uns heute mal ganz genau anschauen in der Ausführung 88 LB. Ja, Längsbetten. So sieht er aus. Und es ist nochmal was ganz anderes. Hier auf der rechten Seite der Palace 93 MB. Und hier der Empire im direkten Vergleich. Das ist das Markengesicht, ja, Empire. Ganz automotiv kommt er da daher, ist noch ein bisschen höher wie der Palace. Hier übrigens ganz interessant, mal einen Palace zu sehen in der XL-Aufbauvariante. 2,50 Meter und daneben ist ein Palace in 2,40 Meter. Das heißt, 5 cm trennen uns. Und er wirkt ein bisschen kleiner. Da ist er rechts daneben in 2,50 Meter Breite. Ja, der Empire. Vielleicht mal ein paar Daten dazu. So sieht er von der anderen Seite aus. Wir sind in Sulzemoos bei Glück und schauen uns heute mal ein paar Autos an. Er hat so ein paar Sachen mit drin, die ein bisschen anders sind. Auch hier Iveco Daily. Es wird kalt, Marlene. Ja, es wird wirklich kalt. Fahrzeuge sind auch alle nicht beheizt innen, freundlicherweise. Nein, hier draußen nicht. Aber man kann sich alle angucken. Hier stehen wirklich viele. Und wir haben uns heute mal für diesen tollen Empire entschieden, dass wir uns den mal anschauen. Der Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite, eine Außendusche, ein Gastank 120 Liter, Lederpolsterung und. Und er hat kein Hubbett mit drin, also ein echtes, sag mal, Zwei-Personen-Fahrzeug. Man kann es natürlich mit 4 Personen bereisen, 9,14 Meter lang, Breite 2,50 Meter und eine Höhe von 3,47 Meter. Ja, auf 7,490 Kilogramm und die Zuladung sind 747 Kilogramm. Nicht mehr die Welt, aber er ist auch wirklich voll ausgestattet mit 2,50 Meter Breite. Also richtig großes Ding. Ja, das schon. Und was die meisten ja immer vergessen bei der Zuladung, wer ist nur inkludiert? Der Fahrer ist mit drin, ja. Ist noch ein bisschen Tank mit drin. Ja. Ich glaube, der Tank ist 3/4 oder egal, auf und 1 Liter Frischwasser. Das heißt, man muss alle, die mitreisen, einrechnen. Einrechnen, das heißt, wenn 4 Leute mitreisen, jeder bringt noch ein bisschen was mit, dann hat man schnell erreicht. Aber mit 2 Personen geht es einfacher. Genau, bei 2 Personen kannst du noch ein paar Sachen mitnehmen. Es geht ja um den alten Führerschein Klasse 3 oder den C1 oder C1E Führerschein, den ja viele Ältere noch haben, so wie wir. Nee, aber es war irgendwann mal Schluss und du hast ihn gerade noch mitgenommen. Ja, ich habe den auf jeden Fall noch mitnehmen dürfen. Ja, Empire, hier steht's. Ja, was schon mal auffällt, ist allein hier die Klappensteuerung. Man hat nämlich nichts mehr, was man sieht. Alles ist komplett versteckelt. Ja. Wie geht's denn auf, Marlene? Knöpfe, ne? Die Knöpfe? So ein paar silberne Knöpfchen. Genau, dann wenn du mal die mal aufmachst, die Klappe an der Seite. Sieht auf jeden Fall ziemlich aufgeräumt aus. So, dann geht die Klappe auf. Da geht sie und wie von Geisterhand geht die Klappe auf. Die du am besten auch gleich nochmal zumachst. Dann sehe ich nämlich schon die Tür, wie wir die erwischen, mit einem riesen Doppelboden drin. Und einer sehr interessanten Mechanik, die ja auch immer funktionieren muss. Da ist die Verriegelung. Und da ist die andere Seite und einen ganz großen Durchladeboden. So, mach nochmal zu. Einmal zu und dann haben wir noch eine Klappe. Ist ja süß mit den... mit den Knöpfchen drücken. Ja. Das ist schon goldig, ja. Das Licht geht natürlich automatisch an, da hätte ich ja gar nichts hier gebraucht. Da oben ist nämlich eine Lampe drin, Fußbodenheizungssteuerung und Zentralverriegelung. Cool. So, dann natürlich die Hecktüre auch elektrisch, aber das gibt es ja auch schon beim Palace, wo die elektrische Öffnung ist. Und auch hier. Natürlich geht das Licht direkt mit an, in der Mitte. So sieht übrigens die Steuerungseinheit dafür aus. Das Ganze natürlich mal 2. Und das war nicht wir, aber es ist schon mal offen. Und wenn es schon mal offen ist, gucken wir mal rein. Ladebooster mit drin. Hier ist
ein Solarregler, 230 Volt, die Elektrotechnik, armdicke Kabel und ein Büttner Elektronik Inverter Kombi Charger und viel Platz. Die alte Heizung übrigens da in der Ecke drin, die auch durch den ganzen Innenraum durchgeschleift wird, durchgeschleust. So sieht das Heck denn aus. Noch ein bisschen gebogener, noch mehr Reisebus Automotive. Und er hat einen Design Award bekommen im Jahr 2018 von Morello. So sieht das Heck aus. Das ist uns die Seite, also von der Form her ein bisschen runder. Aber es ist ja immer noch auf Basis Iveco Daily. Gut, gehen wir mal auf die andere Seite. Schauen wir uns da mal um, was wir da noch sehen. Ah, das ist schon ziemlich brachial, die Front, oder? Ja, ziemlich frech. Hallo, hier komme ich. Ja, genau. Frech. Dagegen der Palace dagegen fast brav, oder? Ja, schon. Sieht wirklich sehr brav und nett aus. So, auch hier Klappen. Drück mal drauf. Ich kann ja nicht. Andere Seite, Stauraum. Okay, dann hier. Ah, ist so schön. Man muss nur drücken, alles geht auf. Wahrscheinlich Gastank und Entsorgung. Ich habe immer Angst, je nachdem wie weit es hochgeht. Ja, Entsorgung. Hier ist die Außendusche. Ah, steht hier vorne. In dem mittleren Bereich. Das sind uns die Spüleinlässe. Damit kann man spülen. Da ist auch eine Umpumpe vom Grauwassertank in den Fäkaltank mit drin. Und ein Kläppchen noch. Sie springt dir entgegen. Ja, man muss tatsächlich den Rest selber noch herausziehen. Die Fußbodenheizung und hier nochmal ein Blick in den kompletten Kofferraum. Auch da kann man quasi reinklettern. Schick, schick, schick. Komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir so normale zu. Ist schwer? Nee, geht. Geht. So, einmal tanken, einmal AdBlue. Jedenfalls alles schön versteckelt. Ja, geh mal rein. Die große Aufbautür. Diesmal das Schloss viel weiter unten, hast du gesehen? Jetzt hier oder ist es immer da? Nee, das normale ist weiter oben. Das ist dann die Aufbautür mit Zahlenschloss. Sie ist ein bisschen anders, die Tür. Und man hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Ja, und hat auch hier noch, ich wollte schon hochgehen, aber sie hat auch tatsächlich noch Staufach im Eingangsbereich, ja. Wenn man die Schuhe vielleicht abledern will. Und hier große Aufbautür mit Riesenfenster. Ist ja fast ein Panoramafenster. Hier ist der Anschluss. Ja, der Freistaat Caravaning und More in Sulzemoos. Da drehen wir heute. Und heute im Morello Empire. So, ich habe mal alles übrigens angemacht, was so geht. Da übrigens ist die Zentralverriegelung für die Klappen an der Seite. Und hier hast du dann direkt mal im Eingangsbereich so ein Inlay mit drin. Ja, das ist so typisch Morello. Die Küche ist zum Innenraum leicht angeschrägt. Dadurch hast du hier eine Öffnung, die Leute sitzen also nicht ganz gerade nach vorne, sondern leicht geschrägt. Das ist so das Maximale, was zulässig ist. Und was fällt dir auf? Was fehlt? Das Hubbett. Das
Flugbett. Dadurch hast du riesen Stehhöhe, wenn du mal durchgehst. Ja, jetzt ist ein anderes Raumgefühl, oder? Ja. Richtiger Raum. Das auf jeden Fall, ja. Es ist alles schön offen. Macht was her. Ja, stell dir mal vor, jetzt wären es hier drin 23 Grad. Der Tee wäre frisch aufgesetzt. Du würdest dich jetzt hier hinsetzen und müsstest diesen Stuhl drehen. Mach das mal bitte. Den da. Ja. Ich habe das so schön anmoderiert. Ich muss den Stuhl. Und muss den Stuhl drehen. Und? Mensch, nach wie vielen Videos? So, ein bisschen nach vorne zuckeln. Lenkrad im Weg. Noch mal ein kleines bisschen nach vorne. Jetzt, jetzt kommst du und jetzt ist aber, der Sitz war trotzdem noch ein bisschen schräg. Und dann kannst du hier quasi gucken. Fernseher gibt's auch. Ja, da. Da siehst du, da ist es wenigstens. Genau, wenn du da mal drauf drückst. Tatsächlich. Angeschrieben. Angeschrieben. Ein Fernseher, wie süß, oder? Das ist der Pool. Und wie Sie sehen, passiert nichts. Aber das hat einen anderen Grund. Ja, ich glaube, du musst das aktivieren. Du musst es, glaube ich, aktivieren. Du musst hier, glaube ich, auf Multimedia drücken. Warte mal. Da sind Lichter aus, Lichter an. Und hier hast du dann Multimedia ein. Ja. Und jetzt? Ich habe es gehört. Klack hat es gemacht. Ha, da ist der Fernseher. Der gute 32 Zoll Alphatronic. Kleiner darf es auch nicht mehr sein, oder? Nee, das ist schon angenehm, so die Größe, denke ich. Ja. Ist gut? Ja, schön. Im Empire. Ja. Empire. Aber du sagst ja, wir haben hier kein Hubbett mehr, aber dafür, guck mal drumherum, dafür ist ja jetzt noch mehr Stauraum. Mal Lampen an, bitte. Die Lampen kann ich von hier aus. Ja, vom Cockpit. Da sind sie an. Denn das kann man hier vorne, nämlich auch während der Fahrt kann man das steuern, die Lampen, großes Navi ist mit drin und ein eigenes Cockpit. Das heißt komplett nicht das Original Iveco Cockpit, sondern ein eigen angepasstes Cockpit. Beledert natürlich. Und ja, 375.080 Euro ist ja schon eine Ansage für das Auto. Schon eine Stange Geld, wenn Leute das sehen, die vielleicht ein Reisemobil haben für 50.000 Euro und dann sagen 370.000. Ja. Aber das sind natürlich Menschen, die, ich sag mal, damit unterwegs sind und ich sag mal, vielleicht im Leben auch viel gearbeitet haben und sagen, okay, ich will so ein kleines Apartment, rollendes Apartment. Ja, also ich denke mal, die sind auch dann wirklich viel unterwegs. Sehr viel unterwegs. Das kann natürlich auch vom Beruf abhängen, aber wie du auch sagtest, wenn das im hohen Alter schon ist, dann will man sich das auch gönnen. Das hat man sich dann auch verdient. Dann steht man vielleicht ein paar Wochen auf dem Stellplatz, trifft sich mit anderen Leuten, die wahrscheinlich auch alle Morillo fahren. Da hat man hier eine Bank, kann sich also hier hinsetzen und das ist wahrscheinlich der offene Platz auf der anderen Seite, wo du dann auch prima Fernsehen gucken kannst. Dich da mal hinsetzt. Ist ja schön warm. Das Leder ist schon ein bisschen kühl, wenn es draußen 6 Grad sind, oder? Oder 8? Ja, jetzt schon. Jetzt schon. Also den Tisch kannst du wieder schön bewegen, auch vergrößern, verstellen. Der hat auch wieder, wie sagt man dazu nochmal, Hydraulik oder wie sagt man? Achso, der ist höhenverstellbar. Genau, das heißt, ich gehe davon aus, dass du hier wieder eventuell wieder einen Notschlafplatz daraus basteln kannst. Ja, wenn das alles komplett ausgeschoben ist, der Tisch. Die Farbe ist so. Die Farbe ist gar kein Weiß von den Klappen. Das ist ein Cappuccino fast, würde ich sagen. Ja, ich hätte jetzt auch Cappuccino gesagt, wobei. Naja, eher Kaffee Latte. Kaffee Latte, ja. Machen wir so eine auch? Eine Kaffee Latte, ja. Die hast du dann rundrum und wie du siehst, hast du die unteren Fächer, die sind jetzt auch versteckelt. Ja, das ist, also bin ich auch ein Fan davon, ne? Wenn nichts rumfliegt und alles schön fein säuberlich versteckt ist. Wie es dahinter aussieht, weiß, ist mir auch egal, aber es ist weg. So, dann kommen wir gerade einen Schritt zurück. Wir haben ja alles gezeigt. Hier vorne, dann zeigen wir mal die Sitzgruppe komplett. Also das ist der offene Bereich dann, wo ich dann wohnen kann. Und den Tisch kann man übrigens noch höhenverstellen und kann ihn noch ausziehen. Mhm.
Unter den Bänken hast du auch nochmal Stauraum. Da sind auch nochmal Schubladen im Sitzbereich. Und dann das Highlight, eine ALG-Mikrowelle. Ja. Mach mal auf. Das hast du ja schon geübt, ne? Ja, ich habe erst den Schalter gefunden und gedacht, mein Gott, wie geht das Ding auf? Aber es hat einen kleinen Knopf, kannst du öffnen. Kann man backen, grillieren, wie der Schweizer sagt. Ja, also es ist eine Kombi, ne? Ja. Mikro, Backofen. Kombi. Das ist toll, finde ich gut. Ja, das Holz, wie gefällt dir das? Sehr angenehm, sehr warm. Holz, das habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Mit Trennfächern, ist auch nicht schlecht. Dass diese kleineren Gegenstände nicht darin herumfliegen während der Fahrt. Dann hier wieder Trennsystem für Müll. Ach ja, ich will immer zuschieben, das geht ja automatisch zu, ich weiß. Dann Besteckkasten. Jetzt mach ich's mal. Und hier geht's weiter. Also Stauraum ohne Ende, ne? Also so, ist natürlich Morillo-like. Die Rückwand indirekt beleuchtet, mhm, was sehr schick ist. Hier, guck mal, wir haben hier keinen Gasherd, wir haben hier. Ja, was meinst du? Induktion. Induktion, ja. Induktion. Und was ich klasse finde, die Fläche. Ne? Je nachdem, was du ja da drauf stellst, kannst du ja dann wahrscheinlich die einzelnen schieben. Paneele aktivieren. Mhm. Der kennt es automatisch. Also IN-Induktion ist mit drin. Mhm. Was wird noch besser? Du hast zwei Apothekerauszüge mit drin. Die sind runter. Hier unten auch für Flaschen, also sprich Öl, Essig. Oder auch nur die Weinflaschen. Schnaps. Wasser. So, alte Fußbodenheizung und Warmwasserheizung. Die ist mit drin. 8,5 Grad haben wir. So fühlt sich's an. Ja, machen wir auf. Und ja, dann hast du hier die zentrale Steuereinheit mit drin. Die, wo wir eben das Multimedia außen eingemacht haben. Und hier hast du den Batteriecomputer, wo du übrigens die Spannung noch anpassen kannst, wie viel Ampere du auf dem Campingplatz hast. Mhm. Batteriecomputer, Solaranlage, da ist die Sat-Anlage, die automatische. Kühlschrank, ja, elektrisch. Haushaltskühlschrank. Ja, habe ich auch noch nicht so gesehen, ne? Also von toll. Siemens. Klasse. Wie zu Hause. Ja, wie zu Hause, wirklich. Hab wahrscheinlich die eine oder andere Lithiumzelle drin. Höchstwahrscheinlich. Ah ja, hier, guck mal da unten. Was denn? Was ist da? Unter dem Kühlschrank ist nochmal ein Fach. Ich würde da sogar vielleicht dann, ich weiß nicht, was jetzt für die ALG-Maschine noch integriert ist, aber da kann man ja Backblech oder sowas vielleicht Backblech machen. Eventuell, ja. Da übrigens, ich glaube, da wo die Mikrowelle drin ist, da kann man übrigens auch wahlweise eine Geschirrspülmaschine reinmachen. Ja, da an der Stelle. Entweder oder oben drüber. Ja. Der Lüfter, Abluft, die Tür. Einfach ziehen. Woran ziehe ich denn? Du ziehst an. Ah. Hast du gesehen? Genau, wenn du es mal reindrückst, damit nicht hängen bleibst. Ja, das hatte ich doch schon mal, ne? Was hängen geblieben? Ja. Wow, und auch noch beleuchtet. Wenn du jetzt zumachst, dann ist übrigens das Ding beleuchtet. Cool. Und man kann abschließen. Hier ist jetzt rot, wie auf der Bahnhofstoilette. Echt? Ja. Ich muss dir mal zeigen, gleich, wenn du reinkommst. Nee, es war Spaß. Ja, was cool, dass du es so reinschieben kannst. Da kannst ah, du nicht, hier. Ja. Okay. Das habe ich nicht so gemeint. Tolles System, ne? Was ist das für ein Schränkchen? Ist auch nochmal. Boah, das macht ja einen Spaß mit dir. Der kleine Tresor. Da kannst du denn. Da kann ich doch meinen Schmuck reinmachen. Den großen Einkaräter, den du nie bekommen hast. Genau. So, und die Fächer, die Gasabsperrung. Das wird doch Zeit, ne? Der gute alte Empire. Jetzt sind wir da mal drin. Ah, die Unterschiede sind schon
sind schon cool. Es gibt hier bestimmt viele Dinge, die es nur im Empire gibt. Noch ein Kleiderschrank. Ja. Warte, ich zeig mal gerade, wie die nebeneinander sind. Also hier hast du einmal, hier, warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Dann sieht man es eigentlich jetzt mal beide zusammen. Da ist der Kleiderschrank. Da hast du dann die kleine Waschgelegenheit. Praktisch ein Notwaschbecken. Ja. Ja, das 2 Meter breit. Echt, also ich glaube, das war wirklich in dem anderen. Ja, die ausziehbaren Handtuchhalter sind Morelo. Nee, beziehungsweise wir waren ja zuletzt im Concorde, aber ist doch alles ähnlich, oder? Ja, jetzt gib's doch mal zu. Sehr ähnlich, ja. Klar, im Endeffekt schon, aber jeder hat halt so seine Eigenheiten, eigenes Facelifting, sage ich jetzt mal. Platz. Ja, Staufach ist bei den Drücken? Nee, wahrscheinlich hast du drunter so. Ah, die andere genau. Seite einfach. Da ist auch ein Lämpchen drin. Ah, das Lämpchen ist so versteckt, du siehst nichts, du siehst nur hier so ein Kabel drin. Siehst du? Ja. Und was sie sehen nichts. Aber Lampe drin. Und Fächer. Ah, ich habe noch nie einen gehört, der sich über zu viel Stauraum beschwert hat. Ja. Ich habe mal gehört, dass das so typisch deutsch sei, aber also im Prinzip alles mitzunehmen. Ja, alles mitnehmen zu wollen, aber ich glaube, wenn man wirklich lange unterwegs ist, dann willst du einfach auch mal deine eigenen Sachen dabei haben. Das ist einfach. Ich hab Angst, wenn du jetzt noch 5 Autos zeigst, dass sie dich direkt einstellen wollen hier als. Haben sie schon gefunden, was sie suchen? So ungefähr. Dusche? So, die ist fett. Die ist wirklich groß. Die ist schön, ja. Warte, ich zeig dich mal mit der Dusche. Einmal ein Gruppenbild, die Marlene und Dusche. Und sie hat eine Regen. Ja. Eine Regendusche drin. Handtuchhalter. Handtuchhalter integriert. Fällt gar nicht auf, ne? Hier sieht man die Farben übrigens mal, wie das. Das ist kein Weiß, das ist so ein Grau. Oder? Findest du? Ja, so ein. Also weiß ist anders. Weiß ist. Tja, ich habe gar kein Weiß jetzt. Jetzt sind wir gleich. Ich muss noch ein Weiß gleich machen. Ja, wir müssten dann verschiedene Töne miteinander vergleichen. Es gibt ja so viele Töne. Vielleicht ist es ja Mahagoni. Nee, Quatsch, nicht Mahagoni. Mahagoni? Nein. Ich habe mich vertan. Ach, wie heißt die? Magnolienweiß. Magnolienweiß. Ja, so. Das gibt's auch. Du könntest mal die Kloschüssel rausreißen daneben halt. Nein, mach das nicht. Aber es ist wirklich, es ist so ein Grau. Vielleicht sieht man es hier daneben. Ja, genau. Jetzt kann man es ungefähr kennen, weil ganz oben bei der Dusche, da ist ja weiß. Ja, stimmt. So, und hier hast du eine orientalische Dusche. Kennst du die? Nein. Das ist, damit man sich reinigen kann nach der Dusche. Und nach der Dusche? Oder? Nach dem Dingenskirchen. Nach dem A- nach oder B-Geschäft. Nach 1 und 2. Nach 1 und 2. So, was ist hier drunter? Stufe? Ja, ich schätze mal nochmal Stauraum, oder? Jawohl. Bis in die Ecken durch, tatsächlich. Bis hier. Und dann das Längsbett mit bequemen Einstieg für die Ehefrau. Bitte einmal simulieren. Und wie schläft sich so im Empire? Ja, also wann willst du mich abholen kommen? Es ist schön kalt hier. Ich glaube, du wirst es nicht lange aushalten. Das könnte passieren. Bei 8 Grad. Der Fernseher wieder. Der Fernseher ist hier in der Ecke. Den kannst du uns rausziehen. Ja, den, da vorne ist nämlich eine kleine Lasche. Wenn man die hochzieht, dann kann man den Fernseher komplett rausziehen. Und hinten hast du übrigens diese super Designleuchten. Ja. Die habe ich auch im vorderen Bereich gesehen. Die sind echt schick gemacht. Also Wahnsinn. Stauraum. Und überall wieder Anschlüsse. So, jetzt kommt's. Die Doppeltür, die du rausziehen kannst, ja. Wenn du dich da mal vereinzeln möchtest. Schick. Auch mit Grün- und Rot-Anzeige. Jetzt ist einmal Rot, einmal Grün. Muss man das dann einfach schneller zubatschen? Weiß ich nicht, mach mal. Ja, und jetzt abschließen. Fester. Ah, es wird schon gehen. Jetzt bei 8 Grad. Okay, ich bin nicht geübt da dran. Auch da kann man es reindrücken. Guck mal hier. Ja. Cool. So, Festtanktoilette, Dometic.
Und cool ist der Handtuch halt, habe ich eben schon erwähnt, verchromt. Ja, wie soll es anders sein? Stimmt, das sieht schick aus. Den Schrank haben wir schon gezeigt, gell? Ja, da war der Tresor drin. So, also nochmal, das ist die Küche dann, offener Raum. Unsere Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung. Wohnung, ja. Auf Rädern, mit einer Länge von 9 Metern ich glaub, und 15, glaube ich. Ja, ich glaube, meine Studentenwohnung war kleiner. Die war kleiner? Ja, definitiv. Schön, und hier hat man dann nochmal das Sofa. Gut, gehen wir raus. Abmoderation. Hier ist übrigens die Hubstützenanlage von EP. Für alle, die es wissen, ein Knopfdruck und das Auto steht gerade. Und der leichte Ausstieg aus dem Empire von Morello. So, einmal die technischen Daten vom Fahrzeug. Wir sind bei Glück, der Freistaat, Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos, der Empire 88 LB, Außendusche fahrerseitig im Heckbereich, Fahrsicherheitspaket, Feststellbremse elektrisch, Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat, aktiver Spurhalteassistent und 200 Liter Tank, Gastank, also der ist wirklich voll. Gut, der Preis 375.080 €. Mit 19% schnell zuschlagen kann man noch 3% sparen. Ja, Marlene, es ist heute Dienstag, der 27. Oktober 2020. Immer mehr Leute wollen in Camping verreisen. Der Vorteil ist, man kann sein eigenes Zuhause mitnehmen und da Urlaub machen und den Leuten eigentlich dann komplett aus dem Weg gehen, wenn man will. Ja, das ist schon praktisch, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Empire 88 LB. Tschüss.